Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja, los. Auf nach London. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Syndicate und jetzt sind auch wir soweit quasi mit dem Vorspann durch, wenn man das so nennen will. Und jetzt in Part 3 geht's nach London. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Oh. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa, kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Erfolg freigeschaltet. Ein einfacher Plan. Nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Oh oh. Dann müssen wir uns wirklich mal beeilen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und jetzt seht ihr auch mal den Ladebildschirm, wie der aussieht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Whitechapel, London, 1868. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Ui, pass auf! Verzeihen Sie, Sir! Hey,
Hey! Komm zurück, du räudiger Langfinger! Ach was. Hat er uns beklaut? Bleib stehen! Hallo! Alter, ist der schnell die Treppen hoch. Was ist los bei dem? Kleiner Londoner Straßenjunge beklaut uns kaum, dass wir hier angekommen sind in London. Das geht erst so gar nicht, mein Freund. Ich hoffe, wir können ihn einfangen, dass der gute Onkel Jacob ihm mal die Leviten lesen kann. Ich glaube, ich bin hier, der sauft. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall trinkt er Alkohol. Nein, du kleiner und Verbrecher. Halt es. Ja. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. So, meine Freunde. Dann gibt's jetzt mit Jacob auf die Kauleiste. In der letzten Folge durften wir ganz kräftig mit Evie austeilen. Jetzt also mit Jacob. So, der da drüben ist schon fast tot. X. Hinrichtung. Bams. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Ach, da kommt sie her. Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Nee. Vor Evie ankommen am Aussichtspunkt. Auf keinen Fall. Oh, ist die schnell. Schauen wir mal. Ob wir die einholen können, beziehungsweise überholen, wie ich hoffe. Wo ist der Aussichtspunkt? Da oben irgendwo. Ach, sie bleibt stehen und wartet. Wie nett. Dann können wir als erstes nach oben klettern. So, Jacob. Dann zeig mal, was du klettertechnisch so drauf hast. Wunderbar. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen, unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Oh, also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Aber klar doch. Mit dem Aussichtspunkt synchronisieren, natürlich. Der gute Henry Green, der wohl indischer Abstammung ist, zumindest vom Akzent her ganz sicher. Und dann schauen wir mal. Unser erster Aussichtsturm. Können wir hier hochklettern an der Regenrinne? Ne, können wir nicht. Hier außen müssen wir hoch. Das wäre mal interessant gewesen, neuer Kletterstil. Aber es bleibt vorerst mal beim alten. So, und dann synchronisieren wir mal und ich bin still. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Wunderbar.
Und hepp. Henry kann das perfekt. Und jetzt sind wir wohl dran. Und Jacob beherrscht das genauso gut. So, dann schauen wir mal. Die gute Ivy, da kommt sie ja schon. Auch Ivy in perfekter Manier. Wunderbar. Kaelok sucht nach mir. Wer ist Kaelok? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Ivy, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Ivy will also nach dem Edensplitter suchen und Jacob die Rooks gründen, seine Straßengang. Und wir folgen dem guten Henry Green mal. Diese verfluchte Stadt! Keiner passt auf, wo er hingeht! Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kelloggs Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh, oh Gott, nice. Das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Juhu, wir dürfen Kutsche fahren. Nice, und wir haben Pistolen bekommen. Sowohl Jacob als auch Ivy. Ah. Ruhig, Mädchen. Wir müssen sie von Green weglocken. Das gibt Ärger. Ui, kriegen Besuch. Auf geht's. Die sind weg. Nice. Also zurück zu Mr. Green. Ei, ei, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch von Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwesterherz. Uiuiui. Ganz schön zuckelig, die Kutsche. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starrick kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. Hopsi. Ich habe mich wohl ein bisschen festgefahren. Mal elegant ein paar Schritte zurückgetänzelt. So ist's recht. Und dann geht's weiter. Bisschen schwierig zu fahren. Nicht unbedingt das Einfachste, aber... Ich habe einen Fähigkeitspunkt erhalten mit dem guten Jacob und deswegen will ich hier mal reinschauen. Wir haben hier das Fortschrittslogbuch. Da ist die gute Lucy Thorne auch noch. Zwei haben wir schon eliminiert. Da unten ist ein fettes X durch bei den ersten beiden Kollegen. Das Inventar, Schusswaffen. Die können wir upgraden für 500. Erhöht die Reflexschussgenauigkeit, das machen wir doch mal. Die Derringer Pistole. Gürtel. Haben wir den Novizengürtel. Okay, die können wir alle noch nicht anlegen, weil wir vom Level her zu niedrig sind. Einfacher Jacob können wir uns nicht leisten. Ezio ist zwar nice, können wir uns aber auch nicht leisten. Genauso wenig wie Edward, die beiden habe ich bekommen. Für vergangene Assassin's Creed Aktivitäten, die ich hatte. Und in der Datenbank gibt es wie immer jede Menge zu lesen. Bei Menschen. Ich guck das mal durch, was hier so ist. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Auf jeden Fall den guten Charles Dickens haben wir getroffen.
unsere Hauptcharaktere. Und den haben wir befreit, den Robert Topping. Aber ansonsten wissen wir noch nicht, was so mit dem auf sich hat. So, das war's mit Menschen. City of London. Whitechapel. Fundstücke. Ach du Jemine, gibt's da viel. Da hat's auch noch Gegenwart Menschen. Bishop. Da der Kollege Dr. Grammatica. Sean und Rebecca, die man natürlich aus den alten Assassin's Creed Teilen kennt, wenn man denn da beteiligt war oder halt sich da rein versetzt hat. Und ja, ich würde mal sagen, das war's so von der Enzyklopädie. Bei den Tutorials hat's auch noch jede Menge Gedöns. Das können wir mal alles abhaken. Das sind da die ganzen Merke auf Dinger weg. Dann haben wir das Problem schon mal nicht mehr später. Wenn wir hier reinkommen, dann sehen wir nämlich sofort, was neu ist, weil es dann markiert ist. Und so müssten wir sonst alles durchgucken. Und außerdem dauert es ja nicht lang. Ich bin ja gleich wieder hier fertig. Für alle, die schon wieder rumschelten. Ah, wir können hier die Biografien anschauen. Deswegen ist da noch... Na, die ersten beiden haben wir ja schon erwischt. Rupert Ferris und David Brewster. Ivys Notizbuch, da ist also auch noch jede Menge Sachen und das war's soweit. Ups, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte hier hin. Wir haben 4 Fähigkeitenpunkte. Dann auf jeden Fall die Gesundheit hochmachen beim guten Jacob. Beute-Takedown, dass wir Gegner automatisch plündern, ist auch sehr praktisch. Da muss ich nicht immer selber plündern und wir kriegen die Munition wieder. Und Adlerauge 2 hatten wir wohl bei Ivy gemacht, dann mache ich das auch bei Jacob. So, und dann ist Jacob Level 2. Wunderbar. Dann haben wir das also schon. Damit die nächste Stufe hier, was hat's denn hier noch? Verteidigung 1, Adlerauge 3, Erstschlag 1, Schleichen 1, Einschüchterung, Schlösserknacken 2, Konterboost, Unaufhaltsam 2, oh, Gesundheitsboost 2, das wäre dann das nächste. Ich mache noch schlechter, dass wir einen Gegner an den Rand des Todes bringen, wenn die Combo mal 10 erreicht. Und momentan können wir gerade nicht zu Ivy wechseln, aber später dann irgendwie. Jetzt müssen wir zu Henry Greens Geschäft, das ist irgendwo da drüben, ich nehme aber die Kutsche. Und dann sind wir gleich da. Dann geht's auch schon weiter, dann habe ich kurz mal ein bisschen was abgearbeitet und wie gesagt, jetzt geht's weiter. Jetzt können wir auch schon wieder aussteigen, das hätten wir auch laufen können. Ich wusste nicht mehr, wie arg weit es noch ist. Wir sind da. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe? Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Ivy. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberline. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Jacob total motiviert. Und irgendwo, wo es grün ist, naja, eher green in dem Fall, vor Ivy angekommen. Das haben wir geschafft. Und da der Part erst 20 Minuten geht, würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter. Schauen wir mal.
Tutorial die Karte von London. Drücken Sie Hm, um die Karte von London zu öffnen. Schließen Sie Eroberungsaktivitäten ab, um Gebiete von den Blighters zu erobern. Töten Sie den Templer-Gang-Anführer, um den Bezirk zu erobern. Nice. Alles klar, wir sind jetzt hier oben in Whitechapel. Ich kann mal die Map zeigen, die ist riesengroß. Es wird viel, viel zu tun geben für uns. Wir starten jetzt hier oben in Whitechapel. Empfohlenes Level 2, das haben wir mit Jacob schon geschafft. Mit Ivy noch nicht. Hier können wir den guten Eberlein treffen. Da hat es ein Gangquartier. Die Suche nach dem Straßenkind. Also vielleicht die gute Sarah O'Day, würde ich mal schätzen. Und da hat es noch Harold Drake, eine Templerjagd. Dazu verschiedene Geschäfte und was weiß ich noch alles. Da hat es noch eine Truhe, eine Illustration, Helix-Glitches. Also es gibt wieder jede Menge zu sammeln. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch so alles machen sollen. Und ich weiß gerade auch noch nicht, womit wir anfangen sollen. Ich würde mal sagen, wir gehen zum Polizeikollegen. Und wie lautet der Plan, oh allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Die zwei, die streiten sich die ganze Zeit. So, Tutorial, Charaktere wechseln. Drücken Sie Hm, um das Hauptmenü zu öffnen und dann den rechten Stick, um zwischen Ivy und Jacob zu wechseln. Ivy bevorzugt eine heimliche Vorgehensweise, während Jacob eher auf Konfrontation aus ist. Ivy und Jacob teilen Geld, EP und Belohnungen, verfügen aber über separate Ausrüstungen und Fähigkeiten. Nice. Das heißt, ich würde mal sagen, wir wechseln mal zu Ivy. Und die gute Dame hat jetzt wahrscheinlich auch jede Menge Fähigkeiten. Ich schaue hier mal noch Eroberungsaktivitäten. Ach du Scheiße, also da gibt es jede Menge Gangquartiere und jede Menge Templerjagden, so wie es aussieht. Das war's hier. Inventar. Auch Ivy hat was Neues. Den sparsamen Umhang, aber sie ist noch nicht Level 2. Das kommt dann nachher vielleicht noch. Und ich habe auch die Elise-Montur von Assassin's Creed Unity, von der Elise, bekommen. Genauso wie von Aveline und Shao Yun. Wie gesagt, für Aktivitäten, die ich hatte in anderen Assassin's Creeds, weil ich da fleißig gespielt habe. Verbündete Clara und der Herr Eberlein. Nur, dass ihr die mal gesehen habt, so sehen die aus. Und das hätten wir jetzt also auch. Jetzt noch die Fähigkeiten. Also auf jeden Fall auch den Gesundheitsboost, würde ich sagen. Weil das einfach elementar wichtig ist. Der Beute-Takedown. Oder Plünderer. Aber dass wir mehr gewöhnliche Herstellungsmaterialien finden, ist glaube ich nicht so wichtig. Ich, zumindest jetzt am Anfang noch nicht. Unaufhaltsam, schlechter, ist allgemein gut, egal ob jetzt bei Jacob oder bei Ivy, wenn wir mehr Schaden machen, jawohl, wir sind also auch mit Ivy Level 2, das geht am Anfang noch recht fix. Und ich würde bei ihr gerne Schleichen 1 machen, aber wir haben nur noch einen Punkt. Das heißt, wenn sie eher die Schleicherin ist, wenn sie eher schleicht und nicht so auffliegt, dann kann sie auch Truhen knacken. Dann würde ich mal sagen, machen wir noch Schlösser knacken 1. Und dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt auf den Weg machen, darüber, wo ich hin wollte, zum guten Herrn Eberlein, ist es schon wieder Zeit, mal eine Folgenpause zu machen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.